Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Neben der üblichen Kitschfilm-Attacke zeitnah oder eben ums Weihnachtsfest herum gibt es auch alle paar Jahre Filme, die der genaue Gegenentwurf sind und auch zum Fest erscheinen, aber auch mit Weihnachten zu tun haben. Und damit geht es hier heute um Violent Night. Der Name ist Programm, ich habe ihn gar nicht gesehen, aber der Stu. Moinsen. Ho, ho, ho zusammen und willkommen zum größten Weihnachtsfilm im Kino dieses Jahres. Ja, worum geht's, Stu? Es geht um den Weihnachtsmann, wer hätte das gedacht, gespielt von David Harbour. Und David Harbour spielt nicht etwa einen Typen, der so tut, als wäre der Weihnachtsmann. Nein, David Harbour spielt tatsächlich Santa Claus, der seit fast 1000 Jahren diesen Job macht und mittlerweile echt keinen Bock mehr hat, weil die Kinder von heute, die wissen ein gutes Geschenk nicht mehr zu würdigen. Und letztlich verteilt er auch nur Geld und Videospiele. Dementsprechend ist Santa auch echt mies gelaunt und macht gerne auch mal Pausen in irgendwelchen Bars und schießt sich da mit Alkoholiker ab. Dann kommt es aber zu einer folgenschweren Begegnung, nämlich mit einem jungen Mädchen, was bei seiner wohlhabenden Großmutter gerade ist. Und diese wohlhabende Großmutter wird von einer Bande skrupelloser, ich nenne es mal Söldner, überfallen. Die wollen nämlich das Geld haben, was in dem Tresor im Keller lagert. Und weil Trudy, so heißt das junge Mädchen, ein artiges Mädchen ist, muss Santa und will Santa ihr auch helfen. Und so bekommen es dann die bösen Jungs tatsächlich mit dem Weihnachtsmann zu tun, der sehr rabiat zu Werke gehen kann, der sehr viel einstecken kann und, so viel sei verraten, der weiß, wie man mit einem Hammer umgehen kann. Okay, das klingt so ein bisschen nach Panic Room meets Bad Santa, wenn ich ehrlich sein soll. Die allererste Szene, da sehen wir halt David Harbour, wie er da in einer Bar hockt und wirklich total versoffen aussieht, erinnert auch total an Bad Santa. Ich dachte wirklich in den ersten 5 Minuten, das ist Bad Santa 3. Gar keine Frage. Es ist dann schon wirklich mehr ein Actionfilm als so eine Anti-Weihnachtskomödie. Da greife ich vielleicht schon mal vorweg. Was ich dem Film ein bisschen ankreide, ist, er ist kein Anti-Weihnachtsfilm. Er ist wirklich ein Pro-Weihnachtsfilm, denn die Liebe rund um die Festtage wird hochgehalten, auch wenn das mit sehr dicken, blutigen Unterstrichen versehen wird. Oh, das klingt ja ganz nach der Handschrift des Regisseurs, der das Ganze zu verantworten hat, nämlich Tommy Wirkola, ist ja, glaube ich, ein Skandinave, soweit ich weiß, ist ja relativ Norweger. Genau, ist relativ berühmt-berüchtigt für die beiden Teile von Dead Snow. Und dazwischen hat er auch, glaube ich, mal einen Ausflug nach Hollywood gemacht, nämlich mit Hänsel und Gretel Hexenjäger. Den ich sehr schätze. Den hattet ihr, glaube ich, sogar damals, ich glaube, beim allerersten Telehorst oder sowas habt ihr den besprochen, ne? Telehorst. Überall, wo es Podcasts gibt. Einem der ersten, glaube ich, ja, das stimmt, ja. Ich bin nicht so der große Tommy Wirkola-Fan, das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich den Mann nicht mag. Ich finde halt, der hat seine Nische gefunden. Ja. Der mag es blutig, der mag es übertrieben, der mag es nicht besonders ernst. Und selbst bei ernsten Filmen, er hat ja mal mit Noomi Rapace und Willem Dafoe diesen What Happened to Monday gedreht, der gar nicht mal so übel war. Auch da gibt es immer wieder so Momente, wo du merkst, so, der hat einfach einen Spaß, so rumzusplattern. Und bei Violent Night kommt das stellenweise wirklich sehr deutlich raus. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, vor 10 Jahren wäre der Film mit einer FSK 18 gestartet. Aktuell hat er eine FSK 16. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Also er kommt ungekürzt in die Kinos. Und vielleicht vor 15, 20 Jahren wäre das ein Indexkandidat. Denn wenn gesplattert wird, dann ordentlich. Es ist jetzt nicht vergleichbar wie mit so großen Splatter-Klassikern. Das sollte man nicht erwarten. Aber es gibt Momente in dem Film, wo ich mir wirklich dachte, ey, beim nächsten Mortal Kombat Videospiel sollte dieser Santa Claus als Gastcharakter auftreten. Also ich habe ja schon seinen Hammer erwähnt, der gegen Ende zum Einsatz kommt, aber er benutzt auch Eislaufschuhe, er benutzt auch gerne mal Girlanden, Weihnachtsdekoration bevorzugt elektrisch und auch einen Häcksler. Okay, und ich nehme an, dass David Harbour, der ja durchaus so ein sympathischer Haudegen ist, da die perfekte Besetzung ist, oder? Tatsächlich, also er ist wirklich nicht nur ein cooler Weihnachtsmann, also ich kaufe ihm diese Rolle auch wirklich ab. Man hat auch das Gefühl, der hat gerade echt auch Spaß bei dem, was er macht. Der hatte ja schon früher versucht, so mit Genrefilmen, man erinnere sich vielleicht nicht an Hellboy Call of Darkness, den ich ja ganz gerne mochte, aber die meisten halt nicht.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht, je nachdem, wie erfolgreich der Film ist, sagen, okay, machen wir eine Violent Night 2. Ich meine, der Weihnachtsmann, ne, ist klar, den kann man immer irgendwie einsetzen. Also der passt da schon sehr gut. Ich muss auch sagen, dass der John Leguizamo als Widersacher ganz gut passt. Ist halt so ein richtiger Badass-Schurke, der jetzt keine wirkliche Hintergrundgeschichte bekommt. Und die er hat, ist halt sehr marginal. Aber das reicht für so eine Art von Film halt, wie ich finde, komplett aus. Also man fiebert auch mit Santa Claus mit, weil sie etwas sehr gut machen, nämlich der sogenannte Stirb-Langsam-Effekt, weil Santa Claus ist zwar magisch, aber meine Fresse, Santa Claus muss auch echt viel einstecken in dem Film. Gibt's denn auch Knecht Ruprecht? Hat der denn auch einen Auftritt oder wird er am Ende fürs kommende mögliche Sequel angeteasert, wer weiß? Nein, tatsächlich nicht. Es gibt weder den Krampus, es gibt weder Knecht Ruprecht, selbst Rudolph Red-Nosed Reindeer ist nicht dabei. Was? Der wird aber mal kurz erwähnt. Aber die Rentiere sind mit dabei. Die erweisen sich aber als sehr, sehr schreckhaft und inkontinent. Ja, das klingt wirklich, also ja, Dead Snow habe ich, glaube ich, gesehen, den allerersten, den zweiten dann nicht mehr. Und Hänsel und Gretel, Hexenjäger, der ist halt so beknackt, dass er schon irgendwie wieder Spaß macht. Und wenn ich dann jetzt überlege, es ist ja hier eigentlich eine ähnliche Herangehensweise, also dass du irgendwie so eine mythologische, in Anführungsstrichen, Figur nimmst, die irgendwie jeder kennt und dann halt eine Fun-Splatter-Schicht drüber ziehst, ne? Was sie auch ganz gut gelöst haben, du erfährst so ein bisschen Hintergrundgeschichte, wie dieser Weihnachtsmann halt eben zu dem wurde, der er ist. Aber es wird nicht so komplett ausgeschlachtet. Es gibt ein paar ganz, ganz kleine Nuancen, ganz, ganz kleine Szenen so in die Vergangenheit. Das ist ganz, ganz spannend, ganz passend. Problem ist nur, der Film ist zu lang. Der geht halt locker 110 Minuten. Und wenn der nur 90 Minuten lang gewesen wäre, wäre das der Partyfilm des Jahres gewesen. Da hätte ich gesagt, Leute, schnappt euch eure Kumpels, tankt vorher noch am Glühweinstand an und dann geht ihr ins Kino und habt den Spaß eures Lebens. Aber der hat halt wirklich echt Längen drin. Und im dritten Akt ist es so, da hatte ich das Gefühl, da wird der Film richtig entfesselt. Da wird Santa Claus richtig entfesselt. Da spritzt und spratzt es. Da ist der Humor schön. Da ist er schön süffisant. Da geht er so richtig aus sich raus. Das ist wirklich ein Event fast schon, der dritte Akt des Films. Aber der Weg dorthin hat auch immer wieder tolle Momente und Szenen, aber auch immer wieder so Phasen, wo ich so dachte und so, ja, Leute, das funktioniert gerade nicht. Zum Beispiel die Familie von Trudy sind halt so reiche Snobs. Und da versucht der Film halt immer wieder mal so satirisch reinzugrätschen. Aber das Einzige, was er da so richtig hinbekommt, sind halt diese 0815 möchte gern Satire Tropen. Oder halt eben so Sachen wie, guck mal da, das dumme Influencer-Kind. Kann man machen, aber es wird dann teilweise doch ein bisschen zu exzessiv ausgeschlachtet. Sodass man, oder ich zumindest da saß und dachte so, Leute, ich weiß, was ihr wollt und es ist ja gut und schön, aber jetzt mal wieder zum Wesentlichen. Ja, wir haben hier einen Santa Claus, der Leute umbringt. Das will ich sehen. Ja. Hit me on fire, ja. Ja, ja, genau. Das klingt auch so ein bisschen danach, als wenn das ist, was so am ehesten noch den Spaßfaktor an dem Ganzen schmälern könnte. Und angenommen, man hätte sich das dann jetzt geklemmt, wie du schon meintest, das hätte wahrscheinlich auch die Laufzeit ordentlich entschlackt, könnte ich mir vorstellen, ne? Durchaus. Also es gibt auch Momente, wo Santa Claus nichts zu tun hat, die sind gut. Zum Beispiel gegen Ende gibt es eine ganz deutliche Referenz auf Kevin allein zu Hause. Allerdings halt im Tommy Vercola-Style. Und dann kann man sich schon ausdenken, was passiert, wenn da Leute auf irgendwelche spitzen Gegenstände fallen. Das ist auch ein großer Spaß. Aber das gehört halt alles zu diesem dritten Akt. Und der dritte Akt wirklich ist vermutlich das Spaßigste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Nur der Weg dorthin ist nicht schlecht, Gott bewahre. Da hat man auch viel, viel Spaß. Aber da gibt es immer wieder so Hürden. Und das ist schon ein bisschen schade. Aber es bleibt dabei, es ist ein richtig schöner Partyfilm, wenn man natürlich auf sowas steht. Ne? Wenn man jetzt sagt, so boah, mit Fansblätter oder so, kann ich gar nichts anfangen. Und auch Weihnachten finde ich scheiße oder dieses ganze Gerede von wegen das Fest der Liebe, der sollte dann auch ein bisschen aufpassen, denn, wie schon gesagt, das ist wirklich ein Film, der Weihnachten geil findet. Das ist eine, ja, blutbefleckte Liebeserklärung an das Weihnachtsfest. Also das heißt, wenn der noch ein bisschen garstig gewesen wäre, also so ein bisschen so eine Prise Bad Santa mehr, nicht nur am Anfang, dann hätte der wahrscheinlich richtig reingehauen, könnte ich mir vorstellen. Und ich meine, es braucht solche Filme auch irgendwo, ne? Ja. Also, weil Juppai die, Juppai da, Weihnachten ist toll, Filme haben wir genug, glaube ich.
Genau, und ich meine, dieses Juppa die, Juppa da macht er auch, aber halt auf andere Art und Weise. Und ich meine, seien wir ehrlich, es gibt ja wirklich Unmengen von so Weihnachtsfilmen, die so damit vermarktet werden. Wir sind jetzt ganz anders, wir sind richtig krass, wir drehen das alles auf links. Und ich finde, bei Violent Night, die machen dir relativ schnell klar, nö, wir finden Weihnachten eigentlich ganz cool, aber wir mögen auch ein bisschen blutige Sauerei. Und das vermischen wir jetzt. Und wenn du mal andere Filme anguckst, die das so ähnlich machen, ich erinnere an diesen komischen Santa Slay, der glaube ich auch mal Schläferz war, der nach ungefähr 10 Minuten alles erzählt hat und dann echt nur noch stickend öde war, da ist Violent Night dann schon die bessere Alternative, weil auch, das muss man auch mal dazu sagen, Violent Night ist echt hochklassig produziert. Hinter dem Film stecken ja die Produzenten von Bullet Train und Nobody. Das merkt man auch. Wobei die Action, gerade diese, ich sag mal, Zweikämpfe zwischen Santa und den Goons des Bösewichts, sind echt gut gemacht. Ich fand aber so, an die Action von zum Beispiel Nobody reichen die nicht ran. Da ist, der hat da noch mehr Wumms dahinter. Vielleicht liegt es einfach daran, weil der Tommy Wirkola gut darin ist, Splatter oder humoristischen Splatter zu inszenieren. Aber wenn es um die Action geht, ist er vielleicht dann doch, ja, nicht so erfahren, ist falsch, aber vielleicht nicht der Richtige. Also nicht falsch verstehen, die Action ist solide, die ist gut inszeniert, man hat jederzeit den Überblick, es ist kein Schnittgewitter, aber jetzt mal im Vergleich zum Beispiel mit diesem fast schon legendären Buskampf, Bob Odenkirk gegen diese Schläger in Nobody, gibt es keine Szene in Violent Night, die da auch nur annähernd heranreicht. Da, wie gesagt, ist es schön blutig. Ja, du hast bei, hat bei Nobody nicht irgendwie auch David Leitch seine Finger im Spiel gehabt? Wahrscheinlich schon. Genau, ne? Und auch bei Violent Night. Genau. Ja, gut, das ist dann auch vielleicht schon ein bisschen unfair, weil David Leitch ist halt nun mal wirklich eine Hausnummer, was Action angeht, ne? Vor allem kinetische Action. Ja, aber wie gesagt, der hat auch Violent Night mitproduziert, ne? Das, Übrigens, das Drehbuch kommt von den Autoren, die zuvor Sonic 1 und 2 geschrieben haben. Das sollte nur mal erwähnt werden. Ja, gut, amüsant. Das ist ja fast schon so ein Comic Relief. Ja, gut, obwohl Sonic ist ja eigentlich auch ziemlich alberner Quatsch eigentlich. Ja, dann hätte ich soweit nichts mehr. Ich muss ja zugeben, ja, wenn ich ihn irgendwie mal für 99 Cent oder so bei Amazon kriege, also wahrscheinlich dann erst in einem Jahr, oder aber, weiß ich nicht, bei Netflix oder so, wenn er da mal irgendwie reintrudelt, vielleicht gucke ich echt mal rein, weil ich muss sagen, David Harbour finde ich gar nicht verkehrt, gerade in solchen Rollen. Ja, also der macht das toll. Es ist, glaube ich, nicht die Rolle, die ihn jetzt ganz nach vorne bringen wird. Ja. Aber wie für den gesamten Film gesagt, das ist alles so spaßig und es will irgendwie nicht mehr sein als Spaß. Und das bringt der Film mit ein paar Abstrichen und das ist auch, glaube ich, echt so ein Film, wenn du die Trailer mochtest und den Trailer magst, dann wirst du hier, glaube ich, auch Spaß haben. Wer hingegen halt, wie gesagt, Probleme mit Fun-Splatter hat und auch ungern lacht, wenn andere Körperflüssigkeiten zum Einsatz kommen, dann vielleicht doch lieber was anderes gucken. Es gibt ja genug Alternativen, ne? Ja gut, trotzdem hinter Türchen Nummer 1 ab morgen im Kino. Das war der Stu, der ihn durchaus empfehlen kann. Ja, und ich würde sagen, damit machen wir den Deckel zu. Beziehungsweise fressen uns oder schieben uns die Schokolade rein aus dem ersten Türchen und ja, ach, vielleicht doch, ich werde mal einen Blick riskieren. Er sieht spaßig aus und ich muss sagen, mit Tommy Wirkola, also ja gut, der hat halt seinen Stil, mit dem muss man sich halt dann irgendwie arrangieren, aber dann kann man schon damit Spaß haben. Vielen lieben Dank. In die Kommentare beim YouTube-Upload darf man natürlich gerne schreiben, wenn ihr den schon gesehen habt, vielleicht ja auch in der Sneak oder aber dann hier nach Kinostart. Wie er euch gefallen hat, der Stu mochte ihn und damit würde ich sagen, sind wir raus. Macht es gut. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.